Oh, be careful, little eye. Nein! Der kriecht nicht zurück! Oh, be careful, little eyes. Lauf! Wo muss ich hin? There's a father up. Ich muss hier lang. Ich finde den Weg nicht. Ah! Geh rein hier, geh rein hier! Geh doch rein hier! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Part 16 meines Outlast 2 Let's Plays. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und los geht's! Im letzten Teil hat mich ja irgendwas diese Klippe runtergestoßen. Und jetzt bin ich hier gelandet und nun werde ich mich mal umschauen, was es hier Tolles zu entdecken gibt. Ich höre schon wieder irgendwas stöhnen. Oh, es geht ja auch gleich sehr lecker los. Ach Gott! Ah, hier ist sogar eine Batterie drin. Die hole ich mir mal. Ich nehme doch lieber die Nachtsicht. Die Geräusche sind echt furchtbar. Oh, es ist schon echt übel hier. Oh, fuck me! Ich muss hier rein. Was ist hier los? Ich kann mich hier drin auch nicht umdrehen. Hier lang. Ich finde den Weg nicht. Ah! Geh rein hier, geh rein hier. Geh doch rein hier. So, jetzt werde ich mich erstmal heilen. So, hier sieht's hell aus. This way, Blake. Jess! Come back! Oh, ich bin wieder in der Schule. So, die Tür ist zu. Auch zu. We're not alone here. Pater Pokari, ich ließ Fräulein Gray heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Blutermilch erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich. Das bezweifle ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hatte schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt und ihre Mutter, was ihrer Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls meinte Pater Blutermilch, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte und ich stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Shelley.
So, mal schauen, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Genau hinsehen. Ja, aber das habe ich doch gerade gemacht. Ich kann hier auch nichts mehr weitermachen. Da habe ich doch noch irgendwas übersehen. Ich gehe erstmal weiter. Also irgendwie ist das hier bedrückend ruhig. Dieses Kameraflackern macht mich echt verrückt. Aber hier scheint es auch nicht zu geben. Hat sich gerade angehört, als ob hier eine Tür aufgegangen ist. Ich lade das jetzt mal lieber nach. Die Toiletten. Hier ist nichts. Also gehe ich mal weiter hier rum. Oh. The fuck? Go. Doch gerade eine Aufnahme gemacht. Jetzt geht's nicht mehr. Na gut, dann schaue ich mich mal weiter um. Schränke kann ich nicht öffnen. So, dann gehe ich mal weiter. Nette Musik hier. Es ist echt gut, dass ich so viele Batterien finde. So, hier ist nichts. Eine Bandage. Kann man auch immer mal wieder gebrauchen. Oh, hier ist es hell. So, da kann ich auch mal die Kamera wegmachen. Ja, aber hier gibt es auch nichts weiter. Durchsuche ich die anderen Räume noch schnell. Jetzt wird die Batterie schon wieder schwach. Aber ich finde ja gerade zum Glück relativ viele. Hey, war die Tür nicht noch gerade zu oder täusche ich mich? Thank you.
kommt der aus dem Raum? Es ist dunkel aus. Es ist zu. Also gehe ich mal hier rein. Okay, jetzt wieder dieses Gallenmännchen-Spiel. Komme ich gar nicht durch. Hier auch nicht. Ein bisschen vor der Klappe erschrocken. Aber wenn die schon so einladend aufgeht, dann kletter ich doch mal rein. Oh nein! Was wollen die von mir? No! No! Let go! Fuck! Give him to us! Fuck, let us have him! Fuck off! God damn it! No! Ah, praise God and his prophet now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have to be sure. Open his mouth, Nick. Swallow that. There you go. God, please, let him be one. He's pure. He is the Skull Messiah. You half-bred dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First, we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come born on locust wings, immaculate as a newborn. He will give us his gospel, the sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh in Holy Communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We've prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this! Please! Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. The gospel? The truth. Your guidance. We suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait! 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 So bad, was it? What's this? Nick, hand me that. Is it a camera? A record? Of course. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon. I...
I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. No! You are alive. No, no, no! You are alive. Also echt scheiße, so eine Situation. Aber ich muss mich jetzt irgendwie wieder befreien. Das ist schon echt übel. Du musst einen Verband finden. I gotta stop bleeding. Gotta. Gut, das mache ich jetzt aber nicht. Das mache ich im nächsten Part. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.